So, die wird jetzt hier auch noch diese Truhe einsammeln. Ich könnte eigentlich auch einfach mit den normalen Truppen die ganzen Sachen hier besiegen. Muss ich überlegen. Ja, das möchte ich. Da ist auch noch ein anderer Held. Das ist eben das Problem. Wenn ich die Sachen nicht einsammle, dann sammeln einfach die Gegner die Sachen ein. Das wollen wir natürlich nicht. Überhaupt nicht. Oh. Okay. Die wollen kämpfen. Ja. Wenn sie kämpfen wollen, dann sollen sie ihren Kampf kriegen. Ich habe natürlich viel bessere Stats. Ich verteidige einfach mal. Okay. Die haben schon erkannt, dass sie nicht wirklich eine Chance haben. Deswegen haben sie die Balliste angegriffen. Moment. Oh. Ja. Die haben die Hälfte des Schadens ausgeteilt. Die paar Punkte machen ganz schön viel aus. So. Gehen wir doch mal direkt den richtig kurzen Weg zum Gegner. Die machen wir natürlich vorher noch fertig. So, haben wir denn schon irgendeine Magieart vollständig? Nein, haben wir nicht. Ich möchte jetzt auch nicht zu viele Mana-Punkte hier verwenden, also warten wir einfach mal ab. Um dann die Gunst der Stunde zu nutzen. So, also schalten wir die hier oben als erstes aus. Da werden aber die Engel reichen. Ja. Das stellt hier wirklich kein Problem dar. Wir können wieder abwarten. Um dann wieder doppelt anzugreifen. So. Haben wir wieder zwei besiegt. Okay. Ist ja wirklich nicht so groß das Problem. Hat auch kaum Lebenspunkte verloren. Also die Gegnertruppen werden uns dann erst recht keine Probleme machen. Und der Vorteil ist, wenn wir eben jetzt auch wirklich nur Engel mitnehmen, dass wir uns recht schnell auf der Weltkarte bewegen können. Okay, ja, dann nehmen wir natürlich das. Die Ballistik ist jetzt nicht so wirklich meine Lieblingsfertigkeit. Hoffentlich kriegen wir hier noch das Erz. Ja, wir möchten natürlich die Erfahrung mitnehmen und den fliehenden Truppen nachlaufen. Oh, wir sind nicht schnell genug. Aber die können noch so viel probieren. Die kriegen hier nichts weg. So. Nehmen wir das Erz zumindest mit. Das ist hier wieder sehr riskant. Da kann auch viel schief gehen. Und damit könnten wir dann auch schon den ersten Helden da ausschalten. Das wäre natürlich optimal. So, jetzt nehmen wir natürlich hier auch noch die Ressourcen mit. Ja gut, der sammelt ein bisschen Erfahrung. Und ja, die können ja alle noch die Sachen ablaufen. Die haben hier gerade eh nicht wirklich was zu tun. Okay, schauen wir mal wieder in unsere Stadt. Wir können jetzt auch endlich die Burg errichten. Machen wir das. Und damit steigt die Engelproduktion um 1. Es war auch wichtig, deswegen diese zwei Städten einzunehmen. Weil wir jetzt sogar vier in der Stadt haben, zwei pro Woche. Hier noch, also sind das dann schon sechs. So. Jetzt ist natürlich hier die Gefahr, dass die angreifen, weil das wird die nicht so wirklich aufhalten. Da müssen wir mal schauen, wie wir dieses Problem am besten lösen. Ich nehme jetzt hier erstmal das Holz mit.
hätte jetzt natürlich auch in diesem Szenario wieder den Vorteil ausnutzen können, dass ich schon weiß, wo alles ist, aber das möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil das ja dann auch ein bisschen langweilig ist. Okay, das wird unsere Zauber verstärken. Und wir können so ein bisschen den Gegner hier die Ressourcen abnehmen. Der wird die natürlich auch wieder zurücknehmen wollen. Wir kundschaften das hier auch aus, was hier so ist. Okay. Der Held ist echt nicht so wichtig. Der kann hier auch mal oben vorbeischauen, was da eigentlich so abgeht. Jetzt hätte ich fast das Falsche genommen. Und die muss ich jetzt hier so ein bisschen in Acht nehmen. Die wird jetzt hier einfach mal die Stadt verteidigen. So, was ist denn jetzt eigentlich noch wichtig? Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir jetzt mehr Gold bekommen, wirklich. Und dazu müssen wir jetzt einfach mal den Marktplatz, die Schmiede und die Magiegilde errichten. So, wie schon gesagt, das stellte jetzt nicht so wirklich die Herausforderung dar für den Gegner. Deswegen müssen wir den schnell ausschalten, bevor er unsere Stadt einnehmen kann. Das könnte natürlich der andere genauso machen, weil wir jetzt hier auch gar nicht ausgekundschaftet haben, was denn da unten so los ist. Aber zumindest haben wir die wichtigsten Ressourcen jetzt auf der Seite mitgenommen. Und zumindest auch ein paar Minen eingenommen, dass der Gegner weniger Ressourcen bekommt. So. Ich finde den trotzdem leider noch ein wenig langsam, unseren Helden. Oh, da sind die Engelsschwingen, genau. So. Wir können natürlich dieses Level auch mitnehmen. Der schaut hier oben vorbei. Ja, das ist für den natürlich ganz gut. Das erhöht den Schaden. So. Wir stellen die jetzt einfach mal hier ab. Das könnte man in einer Runde erreichen. Ich weiß nicht, ob sie nichts machen wird. Ich kann ja jederzeit einfach laden. Das ist eh der mächtigste Zauber. So. Ich brauche die ganzen anderen Sachen nicht so wirklich. Ich brauche nur meine Engel. Die reichen. So. Der nimmt hier die Zauberschuhe auch mit. Oh, ich überspringe diese Nachricht immer zu schnell. Also, das war, glaube ich, die Woche der Hydra und das steigt um 5. Wow, das ist ziemlich krass. Das war auch nicht so schlau, aber spielt nicht so die Rolle. Oh. Ich dachte schon, die wollten sich wieder uns anschließen. Da habe ich gerade das Falsche gedrückt. So, und jetzt geht es eben darum, diesen Helden hier zu verfolgen. Was wollen wir denn hier? Ach, wir kriegen das sogar kostenlos. Ja, dann ist ja alles super. Ich kann hier eigentlich auch noch direkt das mitnehmen. Jetzt haben wir ihm natürlich den Weg abgeschnitten. Der kann einfach mal hier unten nachschauen. Wenn irgendwas Gefährliches passiert, wird er einfach fliehen können. Da hat er genügend Truppen dafür. So, jetzt haben wir hier natürlich die Ressourcen schon mal mitgenommen. Die wird jetzt hier einfach mal in der Stadt stationiert. Vielleicht sollten wir auch zumindest zwei Verteidigungsengel mal nehmen. Das reicht dann auch schon, weil wir ja auch die Burg haben. Also wir können die Gegner jetzt wirklich verteidigen. Unsere Stadt werden sie nicht mehr einnehmen können.
Und wir können dann auch in der nächsten Runde die Stadthalle bauen. So. Der Held wird jetzt ausgeschaltet. Tschüss. Also, wahrscheinlich wird er nicht ausgeschaltet, sondern sie wird einfach nur fliehen. Oh, wir können ja auch wirklich viel zaubern. Ach, wir haben Prayer, ja. Okay, ja, dann zaubern wir das einfach mal. So, was würde denn jetzt hier den richtigen Schaden verursachen? Greifen wir einfach mal hier als erstes an. Und die als nächstes. Und da ist sie auch schon geflohen. Ja, wirklich viel Schaden hat sie hier nicht angerichtet. Bei der Flucht hat... Oh, das nehme ich natürlich mit, damit er sich schneller bewegen kann. Da sind wir im Kampf zwar ein wenig schwächer, weil wir keine normale Kampffertigkeit nehmen, aber das kann, glaube ich, bis zu 50% aufsteigen. Und wenn man sich überlegt, dass ich mich um 50% mehr über die Weltkarte bewege, dann ist das nicht nur mächtig, sondern schon fast OP. Okay. Jetzt wissen wir auch, was hier abgeht. Nehmen wir das mal kurz ein und hauen wieder ab. So, die Helden können jetzt hier sich vergnügen und ihre Hauptattribute mal ein bisschen verbessern. Jetzt habe ich das hier auch gebaut. Das ist alles gut. Okay.